Heide Witzka! Also, ja, aber guck mal, ja? Ja! So ist vielleicht. Das doch viel schöner, wenn man auch eine Herausforderung hat und nicht durchgeht. Erinnere dich, überlege. Guck, das ist ein Typ! Das ist ein Typ! Erstmal ist da, Krieg ändert sich nie. Oh, Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Der hat mich angefroren! Mach mal 4. Der hat mich eingefroren, die Ratte! Der ist böse! Ja, weil ich ihn gehauen habe, glaube ich. Er wurde böse. Ja. Tja! Zwei! Wir haben 2 von 4 Zauberern umgebracht. Ich musste ihn töten, ich hatte keine Waffe. Wie hast du die jetzt getötet? Ich habe nichts gemacht. Aber wie? Du kannst doch nicht fernmachen. Steine! Ah. Ich kann Steine schleudern. Wow, oh Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat mich gepackt! Ich bin ja tot. Ich kann gerade nicht. Ich muss gerade mich um mein Leben kämpfen. Warte, ich kümmere mich um die anderen. Du lenkst den da oben ab. Lenk den mal ab. Das kann ich tun. Er ist explodiert. Sehr gut. Soll ich dich heilen? Habe ich nicht mitbekommen. Da bin ich ja schon wieder. Zack. Warte mal, ich will mal hier die. War gut. Soll ich dich heilen? Bomb explodiert. Den Drachenstreich. Ich habe jetzt den Drachenstreich auf Fast. Ja. Zugriff. Da muss man sich auch mal ein bisschen mehr arbeiten. Lösche das Haus. Aua, nicht mich! Bringt nix. Macht dir Wasser Schaden? Nein, aber ich bin nass. Ich mag nicht nass. Ah ja, stimmt. Ich bin krank. Ugh. Wenn man von riesigen Fallen durchbohrt wird, ist es nur natürlich, dass man stirbt. Gut, dass er uns das noch mitteilt. Finde ich sehr höflich von ihm. Ach, tut mir so leid. Mann, was hast du denn davon, die zu töten? Ich habe gar nichts gemacht. Können wir die Möwen da oben töten? Aua! Hey, kümmere dich da mal um die Gegner. Ich muss hier Leute töten. Der da drüben braucht unsere Hilfe. Okay. Oh, Scheiße. Ich gehe. Oh mein Gott, ich brauch dich. Die war die Birdie Pips. Ich beobachte die Vögel, aber wer beobachtet die Vogelbeobachter? Was war das da hinten? Kannst du da was machen? Nee. Ups. Was war das? Der hat, also der Vogelbeobachter wurde beobachtet. Ja. Ich muss zugeben, das Spiel ist ein bisschen darauf angelegt, dass... Das was? Dass man alle tötet. Es bestraft dann überhaupt nicht dafür, dass man alle tötet. Weil es wurde ja am Anfang schon gesagt, dass als die Magier weg waren, wurde das Leben für die normalen Leute friedlich und angenehm. Wir müssen auch unserem Ruf gerecht werden. Ja, okay, ich lass mich darauf ein. Du bist zu sehr in Zelda und sowas. Du denkst, du bist der Gute. Du bist nicht der Gute. Aber warum töten wir denn die Goblins? Weil sie uns angreifen. Warum tötest du Koopas? Vielleicht könnte ich die Goblins überreden, mit ihnen zusammen die Welt zu zerstören. Ja! Die machen eine Party.
Duka Duka. Was hat mich getötet? Feinde, im Zweifelsfall. Nein, ich weiß schon. Was hatte ich denn getötet? Das hab ich auch zum ersten Mal. Entschuldigung, ich mach da. Ja. Komm, noch einer. Gott. Au! Dinge explodieren. Ich würde sagen, es wird Zeit für Eis. Alter. Was denn? Ich kann nicht reden. Was ist passiert, Alter? Kannst du bitte aufhören zu sterben? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Was hast du da gemacht, dass da unten ein Mörserangriff war? Ich hab das erste Mal unten jetzt hingeguckt und da ist einfach Mörser explodiert. Also ich hab den Fehler gemacht, den du mir schon fünfmal erzählt hast, und den ich den Blitz ausgewählt. Und das alleine reicht ja schon für Schaden. Ja. Kannst du die Mucke ausmachen? Nein. Gut. Sorry, ich bin ein bisschen langsam mit meiner dicken Rüstung. Steinfluss mit. Warum soll. Das verstehe ich nicht. Warum sollte man sich jetzt mit dem Stein schlagen? Ist mal dieses Level gleich zu Ende hier? Du bist so ungeduldig. Hinter uns ein Krabben. Uns auch. Mann, es geht so schnell mit dem Sterben. Ja, du bist nass, dann darfst du keinen Blitz nutzen. Ich habe keinen Blitz genutzt. Glaube ich. Du musst ein Schild nutzen. You need a Schild. Like me. Ich muss kurz warten. Ja, ich mach mir eigentlich immer. Also, das nervt, dass ich auch die immer wieder mache. Das sind die Herausforderungen in dem Spiel. Ist nicht alles so leicht wie Mario Awesome. Super Mario World Awesome. Oder. Es ist einfach super chaotisch. Das soll es ja auch sein, dass ich auch. Ja, das ist genau das, was passieren soll. Denn sollte es trotzdem nicht so sein. Was war das jetzt? Was ist jetzt das Problem gewesen? Ich glaube, ich habe wieder Blitz ausgewählt. Ich drücke immer aus Versehen auf Blitz, ob ich gar nicht drücken will. Ich drücke immer aus Versehen auf Blitz. Ich meine, ist das. Gut, A, kann natürlich sein, dass das eine Taste ist, die du gerne nutzen möchtest. Fast. Alter, das war mehr als knapp. Du tötest Leute. Das finde ich sehr gut. Ich bin jetzt bei dir. Sehr gut. Okay, wir sind jetzt die Zerstörer-Boys von Ausstellung. Habe ich es endlich geschafft, dich zu überzeugen. Ja. Das Spiel hat es auch ein bisschen geschafft, muss ich sagen. Wir werden angegriffen. Kein Problem. Ich wäre halt gerne, glaube ich, noch ein bisschen mehr overpowered in dem Spiel. Noch ein bisschen mehr. Das wäre man, glaube ich, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad auch. Auf einem niedrigen. Ja. Mann. Rede ruhig. Ist okay. Ich weiß langsam, wie Pong sich fühlt. Ich verstehe es langsam. Ich leide mit dir, Pong. Falls du das hier siehst. Das empfiehlt dich auf Platz. Oh. Irgendwas ist hart explodiert. Du hast mich getötet. Ja? Stand das da? Ja, das stand da gerade. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach, schon wieder? Wieso war ich denn nass? Ich war gar nicht im Wasser. Nein, du hast gerade Blitz auf dich selbst gemacht. Ja, aber ich war gar nicht im Wasser. Nein, du hast aber einfach Blitz auf dich gemacht. Du hast Blitz, Heilung gehabt, doch? Guck das Video. Ja, ich guck das Video nicht. Ja, so, also, bin ich jetzt nass? Nein. Dann werde ich jetzt Blitz aus, Feuer und Tod. Und damit geht's jetzt hier den Typen zu Leibe. Wieso ist der resistent? Eben war er nicht resistent. Ich nehm die Kleinen. Ich kümmere mich um Kleinvieh. Go Biber. Sehr gut. Gut gemacht. Hier hast du einen Stern dafür. So, jetzt nehme ich mal Tod und Eis. Oh Gott. Hier ist gar kein Gegner, an dem ich das anwenden kann. Du bist nass. Ja, ich weiß.
Um mich herum explodieren Dinge. Geht jetzt mal weg. Ich habe meine Feueraxt nicht mehr. Au. Was ist das? Oh, was passierte da gerade? Oh mein Gott. Okay, mal ganz kurz das Kleinvieh hier töten. Wenn jetzt gleich hier Superkrabbe kommt. Au. What the fuck? Krabbenman. Oh Gott, falsche Taste. Ah, passt schon. Nicht mich töten. Oh. Nicht mich töten, sagte ich, Katafi. Hör doch mal auf dich selbst. Ich lenke ihn ab. Ich weiß nicht wie, aber ich lenke ihn offensichtlich ab. Was soll ihn töten? Ah, nein. Du sollst ihn töten, das wäre gut. Oh, er kriegt ja irgendwie gar keinen Schaden. Okay, gegen Feuer ist er resistent. Wie sieht's denn mit Eis aus? Das sieht doch gut aus. Nein. Stein macht irgendwie nicht so viel. Oh, ich bin tot. Ich war gerade gelöscht. Es ist mir aber auch gerade selbst passiert. Ich habe mich gerade selbst durch Blitz getötet. Weil ich sollte einfach die Finger von der A-Taste lassen. Vielleicht noch eine wichtige Information. Das war fast so gewollt. Wenn du Gegner einfrieren möchtest, musst du sie vorher nass machen. Aha. Dann sind sie komplett eingefroren. Nein! Das ist Scheiße! Oh Gott, warte. Entschuldigung. Jewe Backe! Oh, er brennt, das ist ja super. Brennen ist also die. Ja, Feuer ist gut gegen ihn. Wo bin ich denn? Wieso ist Feuer vorhin so uneffizient gewesen? Ich glaube, Tod ist uneffizient. Das verstehe ich nicht. Tod kann ihm nichts anhaben. Die Aussage verstehe ich nicht. Ich hab Tod mit Feuer kombiniert und das abgeprallt an ihm irgendwie. Tod ist ineffizient. Tod funktioniert hier nicht. Sehr gut. Ah, schön. Ich möchte ein Todesschwert. Was ist ein Tod? Das ist da oben. Ich möchte ein Todesschwert. Her. Die sind empfindlich gegen Tod. Oh. Ups. Upsi! Oh Gott, ich springe. Und gegen Feuer sind diese Eismöpse natürlich sehr. Oh. Was ist da passiert? Was passiert da? Dinge explodieren um mich herum. Sind da Suicide-Bomber dabei? Oh, die sind heftig, die können schießen. Nicht mal bitte. Oh Gott. Ich bin tot. Dankeschön. Man muss so viel machen die ganze Zeit hier. Ja. Er ist resistent. Wogegen ist er denn nicht resistent? Er ist ja gegen resistent, gegen Feuer, aber er ist trotzdem tot. Ja. Tot trotz Resistenz. Ich hab auch nicht verstanden. Oh Gott, da kommt noch mehr. Oh, das war effektiv. Das war sehr gut. Der zaubert, Achtung, der hat ein Schild auf sich. Und zwar gegen. Gegen Eis und Tod, würde ich sagen. Ja, sieht so aus. Du hast ihn geheilt. Surrender! Oh, ich möchte die Keule. Kann ich die Keule haben? Ich möchte die Keule haben. Bitte gib mir. Ach, warum nicht? Geheilt mit Tod.
Das sind gute Momente. Das ist, da merkst du, dass ein Spiel gut ist, wenn Leute tot, resistent gegen tot sind und du so mit damit heilen kannst. Ihr habt es geschafft. Nee. Nicht? Ist noch nicht vorbei. Das war nicht der Endgegner. Irgendwie ist dieses Level viel, viel länger als alle anderen. Wir sind einfach zu oft gestorben. Zwei Videos schneiden. Ja, aber war da. Das ist der Endgegner, würde ich sagen. Fragezeichen, Man. Ist das der Beobachter? Ich glaube nicht, der Beobachter war nur ein Witz. Okay, aber der hatte, glaube ich, auch so eine Maske. Was? Warum hat er das denn fast geholt? Ist das ein endloses Fass? Weil die sich verstecken. Nein, der will wissen, Onofsky ist und befragt die Dorfbewohner. Ja, aber sind da unendlich Dorfbewohner in diesem Fass? Nein, der erste war nicht aus dem Fass. Er holt sich die Leute, die sich verstecken an verschiedenen Orten. Ich find's gut, dass wir abwarten, bis er alle tötet. Das zeigt dir, wo wir stehen. Wieso habe ich mein Schild nicht mehr? Ein Zauberer. Bericht über uns. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das berichtet was gab. Wer? Okay. Jen? Wer berichtet Jen über Mojito uns? Ja, das stimmt. Es gibt eigentlich niemanden, den wir zurücklassen. Ich habe dafür versucht zu sorgen, dass es keine Zeugen gibt. Der Typ hat so eine Low-Polygon-Maske irgendwie. Es sind einige Sachen irgendwie sehr. Stimmt, ich sehe, was du meinst. Ach nee, an die Bildschirme. Das ist teilweise super detailliert. Ich meine, der Goblin ist sehr detailliert. Oh Gott, es geht los. Aber andere Sachen sind eher wenig detailliert. Der kommt auf uns zu! Ha! Oh Gott. Er ist resistent gegen. Achtung, explodiert gleich. Keine Ahnung. Ich mach mal. Kümmer du dich um den Großen, ich kümmere mich um den Kleinen. Bin ich noch da? Ja. Boah, der hat mir mit einem Schlag mein ganzes Schild weggemacht. Nee, ich bin tot. Surrender. Ich kümmere mich Surrender um den Kleinen. Surrender. Rissin. Surrender. Bucky. Boah. Surrender. Surrender. Yeah, danke. Gegen Tod ist er resistent. Oh, ich bin weg. Ja, ohne Momento. Mit einem heftigen Schlag. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Schieß, 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 Sacke. Eis. Ist er ausgewichen? Die Ratte ist ausgewichen. Oh Gott, den Typen sollte man da oben nicht. Oh Gott. Was hat er gerade geholfen? Nichts, der Typ ist dezent. Nee, das war empfindlich. Was? Der da oben? Habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das empfindlich war. Ich irgendwas empfindlich. Au. Okay. Dem Dicky kann man ganz gut ausweichen. Dem eher nicht so, hier. Oh ja. Ich probier nochmal meinen Liebling. Mach das. Blitz. Mach deinen Liebling. Boah, ouch. Auch eine Resistenz wieder. Oh, lauf, Kadhafi. Lauf schneller. Genau. Oh, Alter. Der Speerman da unten, der Pfeiltyp hat da unten zwei verschiedene Angriffe. Au, au, au. Nein! Oh Gott. Das will ich ja nochmal machen. Ich bin so neben der Spur gerade. Ja. Ich krieg wenig Schaden, aber ich habe noch nicht rausgefunden, was effektiv ist. Wenn du mit Blitz angreifst, also du kannst ja die Elemente nutzen. Das heißt, du könntest ihn zum Beispiel mit Wasser vorher. Oh, Alter! Surrender! Ja, bist du wieder da? Ja. Und wenn du jetzt mit Blitz angreifst oder sowas, ist es effektiver. Aua. Feuer ist gegen den Jungen da unten effektiv. Sprich doch mal mit dir. Sag mir das doch, mein Freund. Feuer ist anfällig gegen Feuer bist, gegen die Kleinen. Wer sagt das? Er hat das gerade gesagt. Er hat mit dir geredet? Ja. Siehst du da? Empfindlich. Ja, mach deine noch nicht da. Los, schieß, 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 schieß. Aua. Oh.
1295 Schaden habe ich ihm gemacht. Brenne! Aua. Scheiße. Ich würde gerne mal hier meine anderen super Schnellsprüche auswählen. Das hier hätte ich gerne. Jetzt ist aber mal genug da oben. Jetzt stirb. Stirb. So, Klein Man ist tot. Jetzt kann ich dir helfen. Ich habe noch nicht sehr viel gemacht. Muss ich sagen. Achtung, ich mach so ein super Ding. Ach. Auch Resistenz. Scheiß auf Resistenz, wir töten den jetzt. Wir gehen einfach durch seine Resistenz einfach durch. Ich gehe jetzt, um mal ein Zitat wieder von dir zu verwenden, ich gehe direkt durch dich durch. Ich weiß gerade nicht spontan, woher das kommt, aber es ist definitiv ein Zitat von euch. Okay. Ah, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ha! Dun, 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 epische Musik! Dun, dun, dun. Oh, wenn er stehen bleiben würde, wenn ich nicht so langsam wäre. Tot. Und ich auch. Gleichzeitig. Mexican Standoff. Ah. 9 to 5, hat er gesagt. Die, ich glaube auch, dass die Leute, die das synchronisiert haben, haben ganz viel Spaß gehabt. Das erlebt hier nicht mehr. Ich habe neue Informationen erhalten. Woher? Dies ist deine Prophezeiung. Woher weißt du von der Prophezeiung? Vlad! Hera, como pecatet. Retorne sender, propepa nostri, crystal gruva, crystal padu. Je havo honchi, vi mahita lite der. Warum hat er die Post bekommen, die? Crystal padu. Zum winden je spatzen, bevor krafter avi. Die Kräfte des Bösen. Wie? Das war. Merkwürdiger Abgang. Das war ein sehr merkwürdiger Abgang. Wir haben Notteleport bekommen. Ich verstehe nicht, was ist denn das für. Das ist einfach nur Witz, ne? Sitcom-Modus Nummer 1. Pfefferminz, Kirschkompott. Also, wir sind jetzt der Meinung, dass das erstmal reicht. Wir können ja später hier nochmal einsteigen. Geh mal auf Hauptmenü. Du bist ja hier jener mit Kontrolle. Und wenn du jetzt auf. Klick mal auf Fortsetzen. Nee, warte mal. Geh mal unten auf die Charaktere. Unten auf Katafi zum Beispiel oder sowas. Da kannst du Aufrüstung. Geh mal auf Ausrüstung. Und da kannst du jetzt sozusagen dein Outfit ändern. Durch die Sachen, die wir bekommen haben. Und vermutlich da oben sind ja auch Stäbe und Waffen und sowas steht da ja hinter Sitcom-Modus. Okay, und wodurch haben wir die freigeschaltet? Da wir uns gegenseitig ganz oft getötet haben. Keine Ahnung. Okay. Ich verstehe. Ja, dann ist das erstmal für heute, ne? Ja. Es war sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Sehr gerne, bald wieder. Hoffentlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Zu Folge 4 oder 5, je nachdem, wie du das verstehen musst. Von Mr. Katafi und Benny Bieber spielen Magica 2. Ciao, ciao. Und schaut doch bei den beleuchteten Brüdern vorbei. Wenn ihr noch mehr von dem Wahnsinnigen seht. Oh ja, schaut unbedingt auf unserem Kanal vorbei. Danke, Discord. Danke, dass du an dieser Stelle abgehakt hast. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.